Hallo und willkommen zurück bei mir zu Banished, während beim Lukas die Leute zugrunde gehen. Ja, ich habe momentan ein ziemliches Hungerproblem und wir sterben die Leid weg. Mein Friedhof hat sie von 8, 9 Gräbern auf 26 erhöht. 27. Gott. Fuck. Okay, ich bin momentan in einer Hungersnot und hoffe, dass die Farmer jetzt langsam mal weiter tun und der nächste ist gestorben. Oh nein. Ich fürchte, bei mir dürfte es gleich vorbei sein. Eieieiei, das, was bei mir gerade anfängt. Wobei, wie gesagt, bei mir ist ja auch das Problem der kompletten Überalterung. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie noch legt, aber es ist schon bedenklich, wenn, ja, der Jüngste nach dem einzigen Kind 36 ist. Oder, na, 23 haben wir. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Mein Friedhof füllt sich halt auch ganz anständig wegen Überalterung. Also, man sieht es hier. Stehen schon ein paar Gräber und der Typ läuft einfach respektlos durch. Was bist du denn für ein Prolet? So, Meine Fresse. ich werde jetzt wirklich wie heißt das jetzt? Nahrungsberufler hochstocken. Wo sind die Jäger? Wo sind die Jäger? Wo sind die Jäger da? Und hoffen, dass langsam hochgeht. Irax Tool, Firewood, oh nein! Oh nein! Hört auf! Der Friedhof, oh, mein Friedhof ist voll. Oh, Okay, scheiße. selten ein Grußzeug. 83, 71, ja kommt schon, macht Sinn. Ja, komm. Warte, es fällt ab. Ja, kommt schon. Sie braucht 120 Stein. Ich hätte Na, schon kommt gern. schon, erntet's. Erntet's, erntet. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt alle sterbt. Komm, leckt's mich da. Ist eigentlich Ja, schade jetzt, dass ich aufnehme, weil das wäre bei dir gerade sicher lustig, den Leuten beim Sterben zuzusehen. es stirbt momentan extrem viel. Also, sie ernten jetzt gerade das Feld ab und ich hoffe, dass es dann endlich beendet ist, damit die, glaube ich, meine nächste. Ja, ich weiß, dass ihr sterbt. Hört's auf, mich zu nerven. Sterbt gefälligst leise. So, Miner werden abgebaut, zu die Fische hinzugefügt. Vendor habe ich Nummer 2. Na, kommt's ja jetzt. Ja, hört's auf jetzt. Ihr habt Essen da, gibt's eine Ruhe. Holt's es euch. Squash Seeds, okay, 2500 brauchen wir dafür. Gut, ich werde inzwischen mal einen Marktplatz bauen, solange ich noch die Ressourcen dafür habe, einigermaßen. Gut, die habe ich eigentlich nicht, aber. Gut, meine Stadt geht gerade zugrunde. Obwohl Nahrung enthalten ist, aber keiner Holz ist, komischerweise. Oh, das sind halt so typische Bugs, die es in den Spielen gerne gibt. Ich habe Kühe, ich habe Fleisch, ich habe alles, aber nur kein Essen. Komisch. Ja, Fleisch ist ja essbar, oder? Eigentlich sollte man das meinen. Aber dann Leute denken sich so, ne, ne, Gut. das ist kein Kobe-Rind-Steak, da geht nichts. Und ich habe mein Food-Limit erreicht. Alter Finne. The storage for produced goods is near capacity. Okay, das ist echt ein bisschen bitter. Ich habe so viel Essen, dass meine Leute alle aufhören zu arbeiten. Und bei dir verhungern die Leute. Gut, die Hungersnot ist überstanden, hoffentlich. Ich werde mir jetzt dann machen. Stonecutter mal runterzusetzen, die Gatherer aufzustocken. Der einzige, was überlebt hat, ist der Woodcutter. Wenigstens was, ne? Ich kaufe mal warme Mäntel inzwischen. Naja, wir sind jetzt von. Wie viele Menschen habe ich gehabt? Unmengen an Ressourcen, aber mein Gott. Das heißt, bei dir geht's wieder halbwegs bergauf. Ich hoffe es. Und ich krieg die ganze Zeit Meldungen, dass ich zu viel, also zu wenig Nahrungsmittel
Also, die Storage Bahn ist voll. Ich habe gar nicht die maximale Nahrungsanzahl erreicht. Ah, jetzt kapiere ich das. Und ich habe einen Student. Das ist ja schön. Gut, dann würde ich sagen, es fehlen Tools. Roof Structure. Teil der Straße bitte entfernen. Und dann bauen wir hier, was sind jetzt schon wieder? Logs, Tools. Geht mir nicht auf den Zeiger, Jungs. So, jetzt müssen sämtliche Trader, muss ich leider einstellen. Man kann das hier irgendwie auf da einstellen. Aber passiert. Keine Arbeit. Dann stellen wir das da auf keine Arbeit. Zweite Storage-Bahn wird gerade gebaut. Ja, wir haben keine Loks, das ist in der Tat Mist. Ich habe jetzt schon alles abgeerntet und zwei Forester sind anscheinend nicht in der Lage, den ganzen Bedarf an Waren bereitzustellen, den wir brauchen. Muss ich mir vielleicht. Ja, ich habe keinen, der nichts zu tun hat. Das ist das Problem. Ich beschränke mich eh schon überall auf das Nötigste. So, meine Farmer produzieren. Ich habe jetzt 14 Farmer, der Rest ist eingestellt worden, bis auf meinen Marktplatzhändler. Und hoffe jetzt, dass es so halbwegs wieder hinhaut. Schön langsam, aber sicher. Oha. Jetzt soll mein Timer stellen. Na gut, ich verlasse mich jetzt einfach auf dir. Da bist du verlassen, das weißt du, oder? Ja gut, meine Häuser sind so kurz wie leer. Mir wird gerade das zweite Lagerhaus gebaut. Eigentlich auch schön, dass man das mal so sieht, wie das hier so aussieht. Also mir sind jetzt zwei Häuser definitiv leer. Drei. Vier. Na gut. So, wo ist mein Baumeister? Da ist er. Das geht jetzt aber besser, Junge. Er hat zweimal auf die Außenwand geschlagen und ist gegangen. Alter, 92% complete. Um Gottes Willen, ich hoffe, das ist jetzt überstanden. Natürlich ist meine Forest Lodge ist komplett im Arsch, weil eben die Leute so oft gestorben sind jetzt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass. Oh, mein Trader ist gestorben. Na gut, es wird langsam Sommer, gut. Ich habe halt echt Probleme, dass mir gerade die ganzen Leute überaltern und sterben. Also ich habe momentan, es werden keine Kinder gemacht, meine Häuser sind fast komplett leer. Ich habe genau ein Kind, ein verfluchtes Kind. Wie soll das denn bitte die ganze Stadt am Leben halten? Und ich Naja, was ich sagen will, ist gerade die halbe Stadt in den Himmel gegangen. Ja, dir ist die Stadt wenigstens zugrunde gegangen, weil du eine Hungersnot hast. Da weißt du ja, was schiefgelaufen ist, aber ich weiß gar nicht, was bei mir falsch läuft, dass die Leute zu alt sind und keine Kinder machen. Das verstehe Das ich waren nicht. jetzt zum Beispiel mit die Häuser. Das waren jetzt zum Beispiel die Häuser, wenn du zu viele Häuser baust und sie nicht zu wenig Häuser, so. Wenn du zu wenig Häuser baust, dann hast du zum Beispiel keine Überpopulation. Ihr zum Beispiel zur Überpopulation kommt, das hat zu einer Hungersnot geführt. So, heimlich einen Schluck Wasser getrunken, das ihr natürlich nicht erfahren werdet, weil ich es euch nicht sage. Hahaha. Man hört dich. Verflucht. Oh nein, das Mikrofon ist ja noch an. Verflucht. So, und jetzt kann ich nur hoffen, dass jetzt die drei zusätzlichen Felder mir über den Winter bringen. Damit ich genügend hab, ja, wie gesagt, dass ich genügend hab, um die Leute zu versorgen. Man kann ja ins Inventory schauen, was die alles haben. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich kein Feuerholz mehr hab. Das heißt, ja. Ich habe zu wenig Leiter, damit ich meine Forester Lodges. So. Besetzen kann. Genau, jetzt habe ich gerade die
wieder eingeschalten. Und jetzt kann ich mal hoffen, dass sie die Leute wieder entwickeln. Und dass sie jährlich, Jahr für Jahr jetzt genügend Essen produzieren, damit die Stadt wachsen kann. Und ich kann nur hoffen, dass meine neuen Häuser jetzt irgendwie dazu führen, dass sich irgendwer mal wieder vermehrt, dass da fleißig Inzest betrieben wird, weil ansonsten verliere ich das Spiel jetzt tatsächlich, weil ich nicht genug Häuser gebaut habe. Also ich habe jetzt zwar super viel tolle Gebäude, ich habe eine Klinik, ich habe eine Schule, ich habe einen Marktplatz, nur das Problem ist, die Gebäude stehen alle leer, weil niemand da ist, der sie besetzen kann. Ich muss meine Leute alle bei der Nahrungsproduktion halten, damit da wenigstens kein Problem entsteht. Das ist ganz schön bitter. Ja. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Feuerholz aus, weil meine Leute hacken jetzt Holz. In der Hoffnung, dass sie das jetzt damit ausgeht. Eigentlich wollte ich nur einen Schneider machen. Eigentlich. Zu Beginn der Folge, aber dann, oh, was ist das? Alles voll mit Holz, alles abernten. Ich habe auch das Gefühl, die Forester Lodge ist ein bisschen sehr vorsichtig, was das Abholzen angeht. Also da war ja vorher kein einziger Baum. Jetzt ist hier ein Wald. Und ich habe trotzdem viel zu wenig Holz. Ja, das ist... Ja, ich glaube, das machen sie deswegen so. Das ist, glaube ich, an der Realität nahe. Wenn du zu viele Bäume baust, abholzt und anpflanzt, hast du Übersäuerung des Bodens, glaube ich, hast das. Okay. Walnuss-Seeds. Ja, jetzt hab ich genügend Nahrung, aber dafür kein Holz und kein Feuerholz. Gott sei Dank ist es meinen Leuten hier gerade völlig egal, ob der Boden übersäuert wird. Die holzen hier den halben Wald einfach ab und der Forester soll die dann wieder neu bestellen. Wäre aber durchaus interessant, wenn sowas wirklich in einem Spiel berücksichtigt werden würde. Das heißt, dass man Bäume quasi, wenn man ein Gebiet gefällt hat, nicht wieder bepflanzen kann, weil die dann nicht mehr wachsen oder sowas. Ja, interessant. Ja, wir haben Frühling, Gott sei Dank. Jetzt brauchen sie nicht mehr ganz so viel Feuerholz. Ja, das wird mein nächstes Problem werden. Und da sind direkt Leute eingezogen, aber die sind auch schon über 50. Was soll ich denn mit den Leuten machen? Oh, ich habe ein echtes Problem. Jetzt habe ich gelesen, Domona. Habe ich jetzt gelesen und ich habe Domina gelesen. Wie war das? Man liest nur das, was man lesen will? Tja, das schlimmste Problem kommt erst. Das heißt, in der Hoffnung, dass die Leute jetzt langsam wieder zusammenfinden, ja, und Kinder produzieren, damit ich... Ne? Ja. Mehr Einwohner, mehr Sklaven. Ja, dass ich mehr Einwohner wieder bekomme. Aber momentan schaut es mit Essen gut aus. Ja, essenmäßig ist bei mir auch noch, der eine Storage-Bahn ist zu 71% gefüllt, der andere zu 15%, also essenstechnisch, glaube ich, verkraften meine Leute das, aber da die Leute ja nach der Reihe schon wieder an Überalterung sterben, also mein Friedhof ist schon zur Hälfte gefüllt mit Leuten, die an Überalterung gestorben sind. Was ja eigentlich gut wäre, wenn sie dann wenigstens noch Kinder hätten, aber das ist alles ein bisschen, ne, schwierig. Schauen wir mal, ja, wir haben wieder ein paar Leute, denen es fad ist, die sollen bitte Eisen herstellen. Bilder. So, der Marktplatz hat jetzt bald genug Ressourcen und wird auch gebaut. Und so, da. Ja. Domona arbeitet nun als Farmerin. Also, sie sammelt nun. Und ich versuche jetzt gerade sämtliche Berufe irgendwie umzuverteilen, dass wieder alles genutzt werden kann. Ja, das Problem kenne ich. So, du kannst die Arbeit wieder aufnehmen. Ich hätte gern einen schönen Vorrat an Feuerholz. Wobei ich 300 ist echt ein bisschen viel. Gehen wir wieder auf 200 runter und ich hoffe, dass das nicht zu wenig ist. Ich kann halt irgendwie auch nie
Ah ja, piep, piep, servus. piep, 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 piep. Ich kann doch irgendwie nie abschätzen, wie viel Feuerholz man für wie viele Leute braucht. Das wäre irgendwie auch interessant zu wissen. Aber das müssen wir wohl in einer anderen Folge herausfinden. No citizens Okay. are available to work at this location. What the fuck? Ach so, ich brauch's. Na gut. Tut was für euer Geld. Und dann würde ich sagen, während hier bereits Ansätze eines Marktplatzes entstehen, wir verabschieden uns. Natürlich ist jetzt wieder Winter, wunderschön. Wir verabschieden uns von euch und ja, ich sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Tschüss, tschüss.